Willkommen zurück bei Alan Wake. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg zum Cauldron Lake, um endlich alles zu beenden. Und mal sehen, was uns noch so passiert, wer uns noch versucht aufzuhalten. Erstmal kurz wieder alles nachschauen. Ja, Munition haben wir nicht mehr so viel da. Aber da liegt wieder welche. Wollen wir auch direkt mal die Munition wieder auffüllen. Und es geht für uns. Ja, wo geht's für uns lang? Was? Ja, nee, ist klar, jetzt geht die Scheißlampe aus. Spiel, du machst mich fertig. Da hinten ist ein Turm. Gesangsverein. Mach doch nicht so weit hier. Ist ja wieder einer, wo ich reinklettern kann. Was? Habe ich was verpasst? Alter, entspann dich doch mal. Okay, große freie Fläche. Was? Okay. Da oben ist eine Lampe. Ich glaube, wir sollten da hoch rein, oder? Ja, hoch zur Lampe. Oh, der macht Schaden. Okay. Kein Kasten in Sicht. Also müssen wir mit dem bisschen, was wir haben, so weiterkommen. So taken are filled with darkness. Ja, die Besessenen sind mit Dunkelheit erfüllt. Oh, Feuer. Feuer ist schön. So, jetzt geht's aber für uns ins Haus. Nur Granaten. 9 Stück haben wir jetzt. Ich erwarte jeden Moment einen Angriff. Schrotflintenmunition, sehr schön. Oh, da ist noch eine Pumpgun. Die nehmen wir auch mit. Da geht's raus für uns. Und ich sehe schon, da ist ein Sicherungskasten, da ist ein Sicherheitskasten. Das wird sehr unschön. Und wir rüsten uns mal mit der Flare-Pistole aus. Na, was passiert jetzt hier? Da hinten ist ein Generator. Ich würde sagen, bevor wir da hinten hingehen, gehen wir erst zum Generator. Komisch, dass noch keiner gekommen ist. Da ist die Kettensäge. Okay, wir haben einen Aufzug erstmal aktiviert.
Hier läuft noch einer rum. Alle anderen sind weg. Ah, ich hab die scheiß Dingens noch ausgerüstet. So, jetzt ist wieder alles gut. Okay. Aber ich fand's gut, dass der eine schon durch das Stromkabel draufgegangen ist. Da sind nur noch Brennblindgranaten. 11 Stück haben wir jetzt. Alter, wo kommt ihr jetzt alle her? Ich glaube, ich sollte hier nicht warten. Also zum ersten Sicherungskasten. Da vorne ihn aufzurufen. Hier sind wir auch sicher. Hier ist Licht. Okay. Kontrollpunkt. Weiter geht's. Ist doch klar, dass du ausfällst. So, hier ist nichts. Wir brauchen also jetzt nicht großartig umdrehen. Eine Manuskriptseite. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte, und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Okay, Mr. Meisterschriftsteller. Noch mehr Flairgun-Munition. Wir haben jetzt 10 Stück, ganz ehrlich. Die kommen jetzt eh nur noch in Massen. Hier erstmal nachladen. Scheiß drauf, ich baller jetzt mit der Flairgun um mich rum. Kehren Sie um! Das könnte ein Problem werden. Okay. Kommen hier noch irgendwelche Typen? Ihr kleinen Pisssäcke.
So, dafür benutzen wir jetzt schön die Flare Gun. So, der Weg ist frei. Und da kommt noch ein Kollege. Nicht? Die ist verschwunden. Okay, soll mir gerade wurscht sein, wir fixen aber jetzt mal auf die Pumpgun. Da komme ich nicht drüber, okay. Und nein, wir gehorchen nicht. Ach du Kacke. Was kommt denn da auf mich zu? Alice hat sie nie geliebt. Kontrollpunktbereich, wir müssen da runter. Alter, was? Verarsch mich nicht hier. Geht nur noch geradeaus, ne? Geradewegs auf den Sturm zu. Okay. Immer schön von Felsen zu Felsen, ja? Jetzt rein da. Boah, ich sehe gerade überhaupt nichts voller Licht. Alter. Oh, was? Da hat mich der Bus einfach mal umgehauen. Komm, Alan, du wirst erstmal wieder ein bisschen fitter hier. Ich muss anscheinend jetzt den richtigen Moment abwarten. Alles nehmen hier, alles nehmen, alles nehmen hier. Ich weiß gerade nicht, ob ich das Richtige mache. Wahrscheinlich muss ich einfach mal hier rüber. Sie versagen.
müsste sein Herz durch Licht verletzen. Es ist in ihrem Kopf. Sie bilden sich das ein. Nein, nicht fallen lassen. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an! Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartman anrufen? Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parchers sind deine Klicker? Beste Arbeit. Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Da ist er. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch, schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Ja, und ich würde sagen, wir machen hier ein Folgenende und ich schätze, in der nächsten Folge kommt das große Finale. Ich bin gespannt, wie es zu Ende geht und ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei, wenn es wieder heißt Alan Wake.